Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von babyartikel.de. Ich bin Steffi und ich habe euch in einem YouTube-Video schon mal den Salzer 4R von ABC Design vorgestellt. Jetzt ist bei uns neu im Shop der Samba von ABC Design und wie ihr sehen könnt, sehen die zwei sich ziemlich ähnlich. Und ich zeige euch in diesem Video, wo die Unterschiede sind und was sie gemeinsam haben. Viel Spaß! Bevor ich euch jetzt anfange, die Unterschiede zwischen den beiden Kinderwagen zu erklären, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was denn ein Kombi-Kinderwagen ist und welche Vorteile er hat. Also sowohl der Salzer 4R als auch der Samba sind beides Kombi-Kinderwagen. Das heißt, dass ihr sie auch schon ab der Geburt nutzen könnt. Also ihr habt bei beiden Kinderwagen eine Babywanne mit dabei und so könnt ihr eben euer kleines ab der Geburt bis ins Kleinkindalter mit eurem Kinderwagen rumschieben. Neben der Babywanne und dem Sportwagenaufsatz bekommt ihr bei uns auch ein XXL-Zubehörpaket mit dazu. Das habe ich euch in dem Video zu dem Salzer 4R schon mal ausführlich vorgestellt. Da bekommt ihr einen Regenschutz für die Babywanne, einen Regenschutz für den Sportwagenaufsatz, ein Insektennetz und ein Sonnensegel mit dazu. Also dann seid ihr wirklich für eure Spaziergänge unterwegs super ausgestattet. Dann fange ich mal an, euch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Kinderwagen vorzustellen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist bei beiden eine Babywanne mit dabei. Und hier gibt es keine Unterschiede, denn es ist die gleiche Babywanne bei beiden Kombi-Kinderwagen. Die könnt ihr für euer Baby ab der Geburt bis 9 Monate nutzen. Da hat euer Baby auch wirklich viel Platz drin, die ist sehr geräumig und ihr könnt die vorwärts als auch rückwärts auf euren Kinderwagen setzen. Ich habe jetzt mal eine von den beiden Babywannen kurz zur Seite gestellt, damit wir uns die mal im Detail anschauen können. Die macht wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck und die hat auch eine super dicke Matratze innen mit dabei, dass euer Baby wirklich bequem liegt. Und besonders ist auch, dass ihr hier innen Belüftungslöcher habt. Das sorgt für eine gute Luftzirkulation. Das heißt, wenn ihr im Sommer unterwegs seid, dann kann sich da die Luft auch nicht drin stauen und euer Baby schwitzt nicht so stark. Und ihr habt hier ein Verdeck, das ihr noch mal aufmachen könnt, damit es noch größer wird, damit euer Baby auch wirklich genug Schatten im Sommer habt. Und wie ihr sehen könnt, ist hier auch noch ein Belüftungsnetz mit dabei, dass auch genug frische Luft reinkommt. Dann fragt ihr euch bestimmt, wo denn jetzt die Unterschiede zwischen den beiden Kombi-Kinderwagen liegen. Also vom Äußeren her sieht der Samba einfach ein bisschen schnittiger aus. Das liegt zum einen daran, dass die Federung hier bei dem Salzer 4R außen integriert ist und hier bei dem Samba innen. Und wenn ihr euch den Einkaufskorb anschaut, ist der auch ein bisschen schmaler und dadurch wirkt der Samba an sich auch schnittiger als der Salzer 4R. Auch die beiden Sportsitze sehen auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Hier gibt es aber ein paar Unterschiede. Und ein großer Unterschied ist das Verdeck. Das zeige ich euch jetzt mal. Das könnt ihr bei beiden Kinderwagen noch größer machen und nach vorne ziehen. Und wie ihr schon sehen könnt, ist es beim Salzer 4R wirklich ein sehr großes Verdeck. Und auch wenn euer Kind in Liegeposition liegt, es ist immer noch super vor der Sonne geschützt. Ihr habt hier oben auch wieder ein Belüftungsnetz mit dabei, das auch mit dem Verdeck genug Luft reinkommt. Beim Samba könnt ihr das Verdeck auch runterklappen und habt auch ein Belüftungsnetz oben mit dabei. Hier fällt aber auf, dass das Netz oder dass das Verdeck nicht ganz so weit runter geht. Das heißt, das ist wirklich ein großer Pluspunkt für den Salzer 4R. Bei der Rückenlehne ist es so, dass man den Samba deutlich einfacher verstellen kann, wenn ihr den in die Liegeposition verändert. Da habt ihr einfach einen Kippschalter, den man runterzieht. Bei dem Salzer 4R habt ihr so eine Stange hinten, die lässt sich ein bisschen schwieriger betätigen. Wenn wir uns jetzt mal die beiden Kinderwagen seitlich im Vergleich anschauen, dann sehen wir, dass wenn beide in Liegeposition eingestellt sind, dass das Verdeck von dem Salzer 4R deutlich weiter nach vorne reicht als von dem Samba. Das könnte zum Beispiel ein Problem sein, wenn ihr nachmittags unterwegs seid und die Sonne von vorne auf euer Kind scheint, dass es dann nicht ganz so gut geschützt ist. Was die beiden Kinderwagen deutlich voneinander unterscheidet, sind die Reifen. Der Salzer 4R hat Luftreifen und der Samba hat Luftkammerreifen. Man kann nicht sagen, dass der ein oder andere Reifentyp besser ist. Die haben beide Vor- und Nachteile. Das kommt ganz darauf an, auf welchem Untergrund ihr mit dem Kinderwagen fahren wollt. Wenn ihr mehr auf holprigen Untergrund, im Wald zum Beispiel, unterwegs seid, dann ist der Salzer 4R mit seinen Luftreifen besser, denn da ist die Federung besser. Wenn ihr mehr in der Stadt unterwegs seid, auf geraden Boden, dann empfehlen wir euch den Samba.
Der Vorteil von Luftkammerrädern, so wie der Samba sie hat, sind, dass sie sehr pannensicher sind. Also ihr habt im Gegensatz zum Salzwürfel R, der Luftreifen hat keinen Schlauch innen drin. Und dann müsst ihr die natürlich auch nicht aufpumpen. Das ist ganz praktisch. Beim Salzwürfel R mit den Luftreifen könnt ihr euch das so vorstellen wie beim Fahrrad. Da müsst ihr auch immer vorher überprüfen, ob noch genug Luft drin ist und gegebenenfalls aufpumpen. Man sieht deutlich, dass der Salzwürfel R für das Gelände gemacht wurde und auch für holprige Wege. Einmal wegen den Luftreifen und einmal auch wegen der Federung. Ich zeige euch das mal. Hier sieht man ganz deutlich, dass kleinere Stöße super abgefedert werden. Bei dem Samba dagegen, der ist ja mehr für die Stadt gedacht. Hier braucht man schon ein bisschen mehr Druck, dass die Federung gut funktioniert. Einen weiteren Unterschied, den wir festgestellt haben, ist der Schieber. Die Funktion an sich ist genau gleich. Ihr könnt hier einfach reindrücken und den Schieber nach oben ziehen. Wie ihr schon sehen könnt, ist der Schieber bei dem Samba etwas höher. Das kann ein entscheidender Vorteil sein, wenn ihr sehr groß seid, also über 1,90. Bisher sprechen ja eigentlich fast alle Punkte für den Salzwürfel R, der wirklich gut fürs Gelände geeignet ist und auch wenn ihr über Stock und Stein unterwegs seid. Für euch ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, wie es sich mit den beiden Kinderwagen im Alltag verhält. Da ist es wichtig, dass der Kinderwagen leicht ist und auch ein kleines Packmaß habt, wenn ihr zum Beispiel den im Auto transportiert. Das ist beim Samba der Fall. Der ist mehr für den Alltag in der Stadt ausgelegt und auch leichter und hat ein kleineres Packmaß. Und wie man beide zusammenklappt und wie sie dann aussehen, das zeige ich euch jetzt mal. Ich fange jetzt als erstes an, den Samba mal zusammenzuklappen. Da ist besonders, dass ihr den Sportsitz auf dem Kinderwagen drauf lassen könnt. Das ist super praktisch, wenn ihr den Kinderwagen im Auto verstauen wollt. Dazu klappt man einfach das Verdeck nach hinten und bringt die Rückenlehne in die Position. Und dann könnt ihr einfach den Kinderwagen zusammenklappen. Dann fährt man noch die Fußstütze nach unten und schaut, dass das hier an der Seite eingehakt ist. Und so sieht er dann zusammengeklappt von der Seite aus. Und man sieht, für so einen großen Wagen ist das Packmaß wirklich klein. Und dann schauen wir uns noch an, wie man den Salzwürfel R zusammenklappt. Ich stelle den mal kurz auf die Seite. Bei dem hier ist es anders. Da muss man den Sportsitz erst abnehmen und dann das Gestell und den Sitz separat verstauen. Und dann könnt ihr den Kinderwagen wie den Samba auch ganz einfach zusammenstellen. Wenn wir uns das Faltmaß von beiden Kinderwagen im Vergleich anschauen, dann sieht man, dass der Salzwürfel eher schmaler und dafür deutlich höher ist. Man darf natürlich nicht vergessen, dass man auch immer den Sportsitz mit dabei hat. Also man muss zwei Teile im Auto verstauen. Der Samba dagegen ist ein bisschen kompakter, dafür ein bisschen breiter. Der große Vorteil hier ist allerdings, dass ihr den Sportsitz dran lassen könnt und dadurch nur ein Teil immer verstauen müsst. Als letzten Unterschied möchte ich euch noch die beiden Einkaufskörbe zeigen. Vom Aussehen her ist der vom Salzwürfel eher etwas größer. Dafür ist der vom Samba etwas schnittiger. Ihr habt hier beim Salzwürfel eher eine Mittelstange, die etwas breiter ist. Dadurch ist es ein bisschen schwierig, größere Gegenstände zu transportieren. Ihr kommt aber von hinten besser dran. Beim Samba, der hat auch eine Mittelstange, die ist aber etwas schmaler und weiter hinten angebracht. Dadurch könnt ihr auch große Gegenstände gut verstauen. Die wichtigste Frage für euch ist natürlich noch, welche der beiden Kinderwagen ist denn jetzt die richtige für euch? Wenn ihr mehr auf holprigem Gelände unterwegs seid und im Wald, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall den Salzwürfel R mit seinen Luftreifen und der besseren Federung. Wenn ihr mehr in der Stadt unterwegs seid, auf Asphalt, dann empfehlen wir euch den Samba. Der hat auch ein kleineres Packmaß und ist auch leichter. Für welchen der beiden Kinderwagen entscheidest du dich? Schreib doch gerne in die Kommentare, welcher dein Favorit ist. Und wenn du dich für einen entscheidest, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!